Grüß Gott und hallo. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Video. Ich bin Linda Jarusch. Ich lebe in Murnau, einem schönen Ort südlich von München. Meine Tätigkeit liegt neben meiner Familie vor allem darin, Seminare für Frauen zu halten, mit Themen, die Frauen heute bewegen. Mein Anliegen ist es, Frauen zu stärken und ihnen ein Bewusstsein zu geben, was ihre weibliche Kraft ist und was ihre Freiheit ist, damit sie daraus auch handeln können. Wichtig ist mir auch, dass Frauen erkennen, was ihr persönlicher Lebenssinn ist, der aus ihrer Geschichte kommt. Denn dieser Lebenssinn gibt immer Klarheit und Orientierung für jede Frau. Meine Themen kommen aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe immer mein Leben studiert und ich wollte immer verstehen, warum etwas leicht gelingt und warum etwas schwer ist und was ich daraus zu lernen habe. Und das, was ich verstanden habe mit meinem Leben, das versuche ich an andere weiterzugeben. Die Themen oder die Inspiration kommt aber auch von vielen Gesprächen mit Frauen und Männern, die ich begleite. Die Verbindung zu Münster Schwarzach habe ich schon ganz natürlich darin, dass mein Bruder Anselm hier als Mönch lebt. Und er war es auch, der mich dazu gebracht hat, das erste Mal mich auch auf ein Buchprojekt einzulassen. Wir haben zusammen das Buch über weibliche Archetypen geschrieben, Königin und wilde Frau. Ich hatte dazu schon Seminare gehalten und der Verlag meinte, der Titel muss auf dieses Buch kommen. So ist das entstanden und dann habe ich später noch die Idee gehabt, da war ich in meinen Wechseljahren und hatte ein Gefühl von großem Aufbruch und habe das Buch geschrieben, ab morgen trage ich rot, auch als Zeichen für unsere roten, weiblichen Lebensenergien, die auch viel mit Lebensfreude zu tun haben. Und mit einer unserer Töchter ist noch das Buch entstanden über Mutter-Tochter-Beziehung Ich sehe dich und finde mich. Das jetzige Buch Ich liebe die Frau, die ich bin, ist auch aus einem Seminar entstanden. Ich finde, wir Frauen haben so viele Freiheiten für uns erreicht, aber ich beobachte, dass wir im Umgang mit uns selbst weniger frei sind. Wir sind oft zu selbstkritisch und zu streng mit uns, laden uns Schuldgefühle auf, die gar nicht sein müssen. Und dadurch verlieren wir an Leichtigkeit. Und wenn wir hier gütiger und warmherziger mit uns umgehen, dann strahlen wir mehr Liebe und mehr Freiheit aus. Und das wirkt immer in die Welt. Und dazu war mir Maria Magdalena als Bild für uns Frauen wichtig, weil sie gerade durch ihre Erfahrung von Unfreiheit zu ihrer höchsten Liebesfähigkeit gefunden hat. Und sie kann hier eine Führerin für uns sein. Und deswegen habe ich sie dazu gewählt.